Guten Tag. In diesem Lehrvideo werden wir uns einführend mit der Elementenlehre bzw. der Elementenanalyse beschäftigen. Wir schauen uns dazu einfach mal ein beliebiges Geburtsbild an. Wir sehen, dass natürlich sämtliche Planeten und sämtliche Zeichen und analog dazu auch sämtliche Felder eines Geburtsbildes immer entsprechenden Elementen zugeordnet sind. Das ist im Falle dieses Geburtsbildes hier sogar auch farblich gekennzeichnet. Wir haben vier Elemente, mit denen wir astrologisch arbeiten: Feuer, Luft, Erde und Wasser. Wobei Feuer, wie beispielsweise hier beim Zeichen Widder, beim Zeichen Löwe und beim Zeichen Schütze, rot gekennzeichnet ist. Insofern auch Planeten, die in Feuerzeichen stehen, auch rot gekennzeichnet sind, so wie hier der Mond und der Mars. Dann haben wir das Element Erde über den Stier, über die Jungfrau, hier mit fünf Planeten in der Jungfrau, sozusagen erdbetonten Planeten in der Jungfrau und dem Zeichen Steinbock. Dann haben wir das Luftelement über das Zeichen Zwilling, über Waage und über den Wassermann und das Wasserelement über den Krebs, über den Skorpion und über die Fische. Wir benutzen ja innerhalb der Astropolarity-Lehre eine ganz besondere Art der Elementenanalyse, die sogenannte dynamische Elementenanalyse, deren großer Vorteil gegenüber allen anderen Verfahren darin besteht, dass die Eigenqualität eines Planeten immer auch berücksichtigt wird, wenn es um die Verteilung, um die prozentuale Verteilung der vier Elemente untereinander geht. So würde zum Beispiel ein Planet Sonne, der ja eigentlich zum Löwen gerechnet wird, immer feuriger Natur sein. Wenn also eine Sonne, wie zum Beispiel in diesem Geburtsbild, die selbst immer feuriger Natur ist, aber in einem Erdzeichen sich befindet, dann kann das Erdzeichen nicht unbedingt eine volle Punktzahl bekommen. Das wäre nur der Fall, wenn die Sonne beispielsweise im Zeichen Löwe oder Widder oder auch Schütze stehen würde, denn dann würde sozusagen Feuer von der Sonne ausgehend zu Feuer kommen und das würde dann für das Feuer an sich als Element in der prozentualen Auszählung viele Punkte bringen. Genauso umgekehrt würde der Planet Mond beispielsweise hier, der eigentlich zum Zeichen Krebs gehört, also insofern ein wässriger Planet ist, wenn der im Zeichen Löwe, wie in diesem Falle hier steht, dann kann das für das Feuer nicht viele Punkte bringen, weil das ist sozusagen ein Wasserplanet und das ist hier das Feuer. Wenn Feuer auf Wasser kommt, dann wird das Feuer mehr oder weniger gelöscht, beziehungsweise müsste eigentlich relativ wenig Punkte bekommen. Das sind alles sehr wesentliche Merkmale und grundlegende Dinge, die bei einer Elementenanalyse und auch bei der Elementenanalyse, so wie wir sie in der Astropolarity-Lehre verwenden, die unbedingt da Verwendung finden müssen. Die Eigenqualität der Planeten ist ein ganz entscheidender Faktor, wenn man eine Elementenanalyse im Sinne von prozentualer Aufteilung bekommen möchte, die einigermaßen wirklichkeitsgetreu ist. Also die Elemente werden im Tierkreis repräsentiert durch die 12 Tierkreiszeichen, jeweils aufgeteilt drei Zeichen in vier Elemente, macht zusammen 12. Feuer, Erde, Luft, Wasser und dann wieder von vorne Feuer, Erde, Luft, Wasser, Feuer, Erde, Luft, Wasser. Und das, was für die Tierkreiszeichen gilt, das gilt natürlich auch für die analogen Felder eines Geburtsbildes. Feld 1 entspricht dem Widder, ist damit feuriger Natur. Das ist hier das Feld Nummer 1, unabhängig davon, dass wir hier einen Aszendenten im Steinbock haben. Aber das Grundnaturell des ersten Feldes entspricht dem ersten Tierkreiszeichen, dem Widder, und ist damit feuriger Natur. Das zweite Feld hier entspricht im Grundnaturell dem Tierkreisprinzip Stier und ist damit erdiger Natur und so weiter und so weiter. Und wenn wir hier rumgehen, kommen wir zum Schluss hier in das 12. Feld. Das entspricht dem 12. Tierkreisprinzip, den Fischen. Und das ist in diesem Sinne dann wässriger Natur. Soweit als Einführung in die Elementenanalyse. Alles Gute und bis bald.